Hier, kennst du das eigentlich, Speed Dating? Willst du das machen, ein Drake oder was? Ich? Quatsch. Wieso fragst du denn? Ich kenn das nicht. Ja, dann mach das doch mal. Ja, wieso ich denn? Du kannst das doch auch machen. Wieso denn ich? Ja, du bist doch Single. Ich mach das nicht und du bist auch Single. Für mich ist das ja eine Farce. Speed Dating. Wie willst du denn in 5 Minuten irgendwas über den anderen rauskriegen, außer ob der sabbert oder nach innen guckt? Oder aus dem Mund riecht wie eine Makrele? Ich sag mal, wenn du da jetzt hingehen würdest, ne, so eine hübsche Frau, dann, obwohl das darf ich natürlich nicht sagen, das mit der hübschen Frau, weil sonst denkst du noch Sexismus, Dienstaufsichtsbeschwerde und so weiter. Ich sag mal, wenn du jetzt nur ein bisschen hübscher wärst, also jetzt mal die Haare anders und gerade Zähne und ja, weiß ich nicht, an den Oberschenkeln schlanker, dann gehst du doch zu so einem Speed-Dating und alle stürzen sich da sofort auf dich, weil du dann da eine Ausnahme bist, verstehst du? Weil du dann da der einzig normale Mensch bist, weil sonst kommen doch da nur die ganzen übrig gebliebenen hin. Und wieso heißt das überhaupt Speed-Dating? Weil das mit dem englischen Namen moderner klingt, oder was? Das könnte ja auch genauso gut Geschwindigkeitsverabredung heißen oder Blitztreffen. Aber nee, das muss unbedingt Englisch sein, damit sich wenigstens 1 bis 3 junge Leute dahin verirren. Also bescheuert ist das. Aha. Ja, wahrscheinlich kommen da sowieso gar keine jungen Leute hin, sondern nur der verlauste Meister Hasenzahn, der mit 50 noch bei Mama wohnt und seine Unterwäsche auf den Kopf trägt. Und so trifft Elend auf Elend. Ja, und am Ende nimmt ein Elend das andere Elend vielleicht sogar noch mit nach Hause. Weil es besser ist, 2 Elende zu einem großen Elend zu vereinen, als als kleines Häufchen Elend alleine zurückzubleiben. Fertig? Vorläufig.